Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Wir spielen heute den neuen Tavern Brawl und Leute, der Tavern Brawl ist mal wieder ein richtig cooler Tavern Brawl, weil man kann endlich mal wieder kein Pack gewinnen, sondern mal wieder was anderes. Und das finde ich eigentlich relativ cool, wenn man da immer mal wieder was anderes rauskriegt. Und zwar dieses Mal ist der Tavern Brawl The Dark Wanderer. A hooded stranger sits to play, holding a grim deck in his hand. Can you unravel the secret surrounding this dark wanderer? Das Coole ist an dem ganzen Ding, wir kriegen nämlich den fetten Kartenrücken. Und ich finde den einfach mal mega, mega awesome. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den echt cool. Ich muss mich mal ganz kurz respawnen. So, da bin ich wieder. Ich finde den mega, mega cool. Das sieht einfach toll aus, meiner Meinung nach. Und den will ich unbedingt haben. Deswegen basteln wir uns ein Deck und wir basteln uns mal... Was haben wir denn schon lange nicht mehr gespielt? Oh, ich hätte mal Bock. Ich hätte mal Bock auf einen Murloc. Ich glaube, wir dürfen hier Wild spielen, wenn ich das richtig weiß, gell? Ja, wir dürfen hier Wild spielen. Sollen wir den mit reinpacken oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir den hier reinpacken zweimal. Wir können den Sniper reinpacken. Wir brauchen aber den Card Draw auf jeden Fall. Das heißt also, das ist okay. Charge, Tide Hunter, Cold Light, obwohl Cold Light brauchen wir nicht, weil wir eh schon Draw ohne Ende haben. So, Curator, um ein bisschen was zu ziehen. Seer nehmen wir noch mit. Oder bauen wir einfach ein reines... Komm, wir bauen einfach ein reines Murloc-Deck, oder? Obwohl die anderen halt eigentlich nicht so wirklich gut sind. Jetzt gucken wir einfach mal. Vielleicht packen wir einfach noch ein bisschen Removal rein. Hier ist so, Powerwhelming ist auf jeden Fall nicht schlecht in dem Deck. Soulfire ist nicht so gut. Taunt ist nicht schlecht in dem Deck. One Drop könnte man spielen. Councilman könnte man wohl auch spielen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Dann hier Implosion. Und dann hätte ich einfach noch gesagt, so zum Finishen. Okay, wir packen ein. Ein Voidwalker raus, packen einen doppelten Doomguard rein. So als Finisher eigentlich. Könnte ganz lustig werden, die ganze Situation hier. Jetzt probieren wir das einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie das Deck gespielt wird. Also früher habe ich mal eine Runde mit dem gespielt, immer mal wieder, aber... What the fuck? Weißt du, ich frag, warum der Deck-Tracker nicht da ist. Ich muss hier gerade ein bisschen immer umstellen, dass das Ganze hier ein bisschen besser wird. Aber im Moment kriege ich den Deck-Tracker, also diesen Innkeeper, nicht mehr ordentlich aufgenommen aus irgendwelchen Gründen. Fragt mich nicht, Leute. Es ist nun mal so, leider. What? Er kriegt erstmal 3 Secrets. Und spielt dann Void Walker. Okay, was hat er denn als Hero Ability? Diabolic Power, Summon a Random Imp. What? Okay, das ist nicht schlecht. Secret. This is hidden until a secret action occurs. Watch out. Ja gut, hätte ich mal gesagt, wir machen so. Und end turn. Okay, verbinden Ritual. Kann dann trotzdem höchstens nur einen Damage machen. Geht sogar auf den Murloc, das finde ich eigentlich ganz okay, weil dann spielen wir nämlich hier ganz einfach den hier raus, töten den hier, gehen face. Okay, ist nichts passiert, nothing happens, das ist okay erstmal, okay. Imp Master, also er spielt hier komplett auf Imps. Ich finde es relativ interessant, oder halt so Imp-Dämonen-Style und so. Imp-Dämonen-Style. Okay, Coin 4. Fuck. Ne, nicht ganz 4, aber knapp vorbei. Oh, er spielt auch die Implosion. Alles klar. Und er kriegt natürlich die 4. Wie hätte es auch anders sein können? Das Gute ist, dafür wird jetzt sein. Er stirbt einfach seine Tussi und nichts passiert. Das finde ich ganz angenehm. So, dann gucken wir mal. Wir spielen jetzt für. Was soll's? Komm, hier nochmal 4. Zack, nochmal 3 Imps hier raus. Und dann traden wir, dass wir hier so ungefähr auf der gleichen Höhe sind. Könnten theoretisch auf 6 dann weiterspielen. Oh, Tentacles for Arms. Kosten ja immer ganz schön viel.
Dafür kriegt er sie halt immer wieder auf die Hand. Das ist wahrscheinlich für ihn ganz gut. Okay, Doomguard wollen wir hier an der Stelle gar nicht spielen. Wir spielen den Sniper, machen hier einen Schaden, spielen den hier raus. Den kann er nicht töten, ihn könnte er jetzt wiederum töten, aber macht sich damit selber viel Schaden. Wir haben Board Control, liebe Leute, wir haben Board Control. Oh, Soulfire, das ist uncool. Was ist denn das? Discarded Armor, Battlecry, Current Turn Play Against... Was? Was ist denn das? Interessant auf jeden Fall. Und er hat keine Handkarten mehr. Keine... Okay, er hat doch wieder eine Handkarte, die Weapon hier. Okay, 6, das heißt, wir spielen so. Wir spielen so, machen den Murloc weg, weil der uns relativ egal ist. Leute, Murk-Eye triggert trotzdem noch mit dem Murloc, das ist ganz interessant. Er benutzt endlich mal seine Hero-Ability, kriegt einen 1-1er Imp raus. Okay, einen 2-1er Imp, aber das ist trotzdem nicht so problematisch. Spiel nämlich jetzt hier den hier raus. Rippen damit mal alles weg eben kurz. Außer die komische Armor. Current turn player gains 5 Armor. Ja gut, das ist dann meine 5 Armor, oder? Ja, das habe ich richtig gecheckt. Gut, dann gehen wir Face für 4. Spielen den raus, hätten das wahrscheinlich andersrum spielen müssen, aber ist okay. Er tötet jetzt hier 5 Damage. 5 Damage stimmt es sich, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, das Deck ist wahrscheinlich nicht Meta gedacht, ehrlich gesagt. Also das, was ich hier spiele, das ist dafür wahrscheinlich einfach zu schlecht. Ein Murloc, das ist doch ganz angenehm. Kriegt er hier den Buff? Discarden wir hier nichts, das ist ganz gut. Dann machen wir hier Hit. Machen hier für den 1, einer im machen wir Hit. Oh Leute, jetzt hat er wieder diese Armor gekriegt. Und dann holen wir uns nochmal 5 Armor. Ich muss sagen, eigentlich sind diese 5 Armor, die wir da immer wieder kriegen, eigentlich ganz gut. Okay, er holt sich noch einen Random Imp. Lol, das kann auch sowas sein. Das ist fett. Das ist ganz schön gut. Oh, noch ein Doomguard. Hallo Doomguard. Wie geht es dir? Okay, Blood Imp packen wir auch noch gerade mal aufs Board. Und da, theoretisch dürften wir jetzt Lethal haben, wenn er jetzt hier nicht irgendwie ein Special Secret drin hat. Well played. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze anders hätte aussehen müssen. Aber wir haben auf jeden Fall den geilen Kartenrücken gekriegt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ja gut, ich hätte mal gesagt, was können wir denn hier ändern? Was könnten wir ändern, damit wir hier irgendwie was Cooles rauskriegen? Wir haben, glaube ich, kein... Doch, wir haben 2 Spells gespielt. Aber wir haben kein Secret gespielt. Ich hätte mal gesagt, wir hätten es auch einfach löschen können. Wir nehmen mal eine andere Klasse. Eine Klasse mit Secrets. Paladin. Nein, Paladin. Wir nehmen mal den Hunter. Weil auch schon seit längerem viele Leute immer wieder nach dem Hunter fragen. Jetzt gucken wir mal, wir basteln mal so eine. Eine Art Secret Midrange Deck irgendwie so in die Richtung. Wo ich noch nicht ganz weiß, wie es aussehen soll. So vielleicht. Es soll ein bisschen so standardmäßig sein, aber nicht ganz Standard. Quickshot auf jeden Fall zweimal. Cloaked Huntress ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Karte hier. Kill Command packen wir auch auf jeden Fall rein. Sind jetzt schon auf 27 Karten. Spielen hier, so wie es aussieht, rein auf Ding gerade. Haben wir noch irgendwas Interessantes an der Stelle? Death Rattle, wir brauchen auf jeden Fall noch High Main. Call brauchen wir auf jeden Fall. Call brauchen wir auf jeden Fall noch. Gucken wir mal, was wir rauspacken. Wir packen eine Explosive Trap raus. Eine Beer Trap packen wir raus. Haben schon mal die High Main jetzt drin. Ich würde gerne auch noch den Ding reinpacken. Haben wir den? Den haben wir zweimal in Gold. Das ist sehr, sehr schön. Den packen wir nämlich dann zweimal in Gold rein. Wenn wir den schon haben, dann gönnen wir uns das natürlich. Hätte ich mal gesagt, packen wir... Snipe ist einmal okay. Packen wir die Fiery Bat einmal raus. Wir haben genug One-Drops mit den 3 Stück hier eigentlich. Und packen dafür den Infested Wolf einmal rein. Genauso packen wir einmal raus. Ein Kill Command einmal raus und nochmal ein Infested Wolf drin. Dass wir wenigstens eine einigermaßen Mana Curve haben. Ich würde gerne die Princess Huron auch noch spielen, aber
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was wir dafür raustun sollten. Noch was, wir haben auch nur ein Call of the Wild da drin. Zwei Call of the Wilds sind besser. Ja, dann gucken wir einfach mal. Vielleicht ist es ja, wenn wir ein Secret triggern, liebe Freunde. Vielleicht müssen wir ja ein Secret triggern, dass hier dieses Ding funktioniert. Alleria versus. Ich finde es schon ganz schön cool hier, wie er es hier sagt. Who am I? None of your business. Das ist schon ganz schön sick hier. Vielleicht müssen wir einen Paladin gegen ihn spielen. Ich könnte eigentlich ganz kurz mal, wenn ich so mache, dann seht ihr das Ganze nämlich nicht, weil jetzt mache ich nämlich immer so ganz kurz. Okay, er spielt hier seine drei Secrets wieder raus. Und dann gucken wir mal hier nach... Wir hauen mal die Cat hier mal schnell eben raus. Dann suchen wir hier mal... Was? Okay, Secret. When your opponent summons a minion with Battlecry, summon... Ah, okay. Also das war... Ah, okay. Minion with Battlecry. Das heißt, das nächste könnte sein ein Minion with Deathrattle. Okay, wir haben hier nochmal ein Minion mit Battlecry. Spielen wir Minion mit Deathrattle? Ja, wir spielen Minions mit Deathrattle. Lol. Na, das ist natürlich uncool gelaufen. Das war, ist natürlich uncool gelaufen, aber ich meine, es könnte schlimmer sein. Er coined. Spielt den Imp Gangboss. Ah, nee, Imp Master, okay. Wir haben Doppel Call of the Wild auf der Starter, auf der Hand jetzt. Das ist traurig. Das ist ganz schön traurig. Okay, Cloaked Huntress raus. Jetzt mal gucken wir, ob The Secrets auch irgendwas triggert. Okay, es triggert nichts. Das ist schon mal. Okay, können wir wohl nichts machen. Dann traden wir hier rein, gehen hier Face und machen End Turn. Also Battlecry, was gibt's? Ah, warte mal, es gibt ja noch mehr, warte mal. Er triggert mein Secret. Triggert jetzt sein Secret? Nee, okay, also es ist kein Secret-Secret-Trigger. Kein Secret-Secret-Trigger. Es ist auch wahrscheinlich kein Ding-Trigger. Und es ist auch kein Damage-Trigger. Oh, ach, da hat er wieder die Weapon gekriegt. Das wäre doof. Wir hätten jetzt einfach die vier da draufhauen sollen. Er soulfired meinen Bären weg, verliert damit sein Hellfire aber und haut jetzt meine Katze weg. Alter, er ist aber echt... Ah, okay, jetzt hat er das gebracht. Fuck. Freezing Trap finde ich eigentlich ganz cool hier. Spielen wir auch aus. Machen hier so. Gehen hier mal weiter in Face. Okay, Death Rattle brauchen wir auf jeden Fall. Noch ein Secret, kriegt es zurück auf die Hand. Ist jetzt nicht gerade die beste Karte, um zurück auf die Hand zu schicken, da sie gleich wieder ausspielen kann. Genau, und holt sich jetzt noch einen Gangboss. Jawohl. Okay, so langsam wird's knapp. Death Rattle. Death Rattle. Nee, ist nichts. Spielen wir trotzdem raus, ist okay. Einfach, dass wir hier ein bisschen Board haben. Oh, okay, das ist natürlich eine gute Karte für ihn. Ich glaube, wir müssen hier wirklich Battlecry, Deathrattle und hier dieses Card Draw Ding. Quatsch, wie heißt denn das nochmal? Nicht Card Draw Ding. Inspire, Leute. Ein Inspire Ding müsste es noch sein. Okay, er geht jetzt Full Face oder was? Secret, when both heroes have 15 or less health brawl. LOL. Alles klar. Alright. Oh, das war jetzt... muss schon ein bisschen traurig gewesen sein, gerade für ihn, ehrlich gesagt. Okay, das, bro, okay, wir haben zwei Stück, also wir müssen auf 15 or less kommen. Okay. Also erstmal merken. Snipe. Hm. Ist nur die Frage, was ist das letzte Secret? Shadow Flare. Achso, er will eine Waffe haben. Okay, er will eine Waffe haben. Alles okay. Ich bräuchte den Death Rattle. Beer Trap. Wir gehen hier jetzt Face einfach nur safe halber. Okay, Shadow Bolt. Er kann uns töten. No!
Okay, also es ist nicht auf jeden Fall Richtung Töten. Und ich muss mir mal ganz schnell die Nase putzen. Meine Nase ist gerade mega zu. Sehr, sehr doof. Eine Sekunde schnell. So, also, wir haben also zwei Stück schon mal rausgefunden. Jetzt gucken wir mal, was könnten wir denn anders machen? Wir löschen jetzt nochmal das Deck, wir spielen jetzt nochmal was anderes. Wir wissen ja jetzt wahrscheinlich Deathrattle, Battlecry und beide 15 Health. Das heißt, wir brauchen was mit Deathrattle, was mit Battlecry und was mit 15 Health. Das heißt, wir spielen Rogue. Zack. Oder Combo könnte es auch sein, Leute. Combo könnte es auch sehr, sehr gut sein. Wir packen also das hier rein. Wir packen Journey rein. Wir packen Swash rein, einfach nur, um ein bisschen was rauszuziehen. Wir packen Deathrattle rein, wir packen noch mehr rein, wir packen Eviscerate rein, wir packen, sollen wir Combo spielen? Ne, wir spielen keine Combo Deathrattle. Wir spielen zweimal das hier, Board Removal. Haben wir auch zweimal in Gold. Nice. Das hier, den hier einmal. Wir gehen schon wieder auf ein Full Rogue Deck, so wie ich das hier gerade sehe. Aber das war's auch, glaube ich. Ne, wir packen noch einmal das hier rein, die hier rein. Und dann gucken wir hier noch nach Jade, weil alle Jade-Karten sind nämlich Battlecry. Und dann packen wir hier noch einen Bran rein. Und bauen uns eigentlich hier einen typischen Jade. Einen typischen Jade-Rogue. Dann gucken wir nach Pirate. Packen noch den einmal rein, den zweimal rein, den zweimal rein. Und fertig. Typischer Jade-Pirate-Rogue. Hat viel Deathrattle drin, deswegen spiele ich ihn. Hat viel, hier Battlecries drin durch den Ding. None of your business. Boah, der klingt so badass. Das ist einfach richtig awesome, wie ich finde. So, vielleicht ist es ja Combo, Leute. Ah ja, alles klar, wir sind erstmal disconnected worden. Noch nicht mal im Spiel und erstmal disconnect. Schön. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich einfach kurz einen Blackscreen haben, weil ich nämlich keine Bildschirmaufnahme hier im Moment habe. Aber wir starten das Spiel natürlich direkt neu. Eine Sekunde schnell. Spiel wird wieder gestartet. Genau jetzt. Hearthstone. Hearthstone, mach Dinge bitte. Okay, Hearthstone lässt sich nicht öffnen im Moment. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Programm schließen bitte. Interessant, dass ich jetzt schon wieder so einen Hearthstone-Bug hier habe. Spiel wird ausgeführt. Okay, Hearthstone. Wie sieht's aus? Hallo? Ah, schon wieder. Ich habe das manchmal, dass wenn ich Hearthstone öffnen will, hör auf damit. Wenn ich Hearthstone öffnen will, habe ich manchmal das Problem, dass sich es nicht öffnen lässt, dass ich dann halt immer wieder in diesen Blackscreen kriege. Ich weiß nicht warum, aber ich habe schon gelesen, das haben manche Leute, also es haben wirklich viele Leute eigentlich. Hallo, kannst du jetzt mal wieder dich öffnen? Dummes Spiel. Okay, wir müssen vielleicht anders an die Sache rangehen, Leute. Ich guck mal, können wir hier vielleicht Fensteraufnahme schnell mal machen? Vielleicht nimmt es dann hier das Fenster auf oder auch nicht. Ach, da habe ich wahrscheinlich den LOL-Client reingestellt, deswegen nimmt es das Fenster nicht auf. Ah, jetzt Leute, es funktioniert. Yay! Hearthstone, ja, wir werden reconnected. Okay, perfekt. Alles safe, Leute, alles safe. So, dann gucken wir mal, was wir hier kriegen. Okay, wir kriegen sogar denselben Draw. Das finde ich ganz gut. Wir packen Aya weg, wir packen INSI weg, wir packen Patches weg. So, wir kriegen Deathrattle. Deathrattle, keine Ahnung, der hat einfach nur irgendeine Ability hier und ja, Combo haben wir auch dabei. Imp ist okay. Spielen für 1 den hier raus, kriegen jetzt den Patches dazu. Gehen jetzt Face, machen End Turn. Das ist kein Battlecry, gell? Charge zählt nicht als Battlecry. Okay, er wusste, hier muss ich drauf gehen, das ist die bessere Karte. Okay, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ein Deathrattle triggert. Secret, when you... Ah, destroy it. Yes, Leute, damit haben wir das dritte Secret gelöst. Das heißt also, wir können sehr, sehr gut jetzt das Spiel dann auch beenden. Also erstmal den Gegner auf 15 Health kriegen und uns selber auch irgendwie. Und dann können wir hier richtig krass abgehen. Ah, oh, das ist dreist. Das ist dreist. Das finde ich nicht so gut, was du da gerade gemacht hast. Sacrificial Pact.
Wie viel kostet der? Null, gell? Easy going. Oh, was ist das denn Schönes? Current turn player gets gold. Was? Gains gold? Was für Gold? Oh mein Gott, ich will Gold! Ich will unbedingt Gold. Wildwalker ist okay, kann ich wegmachen. Und er kriegt nochmal den komischen Imp. Okay, wir können Gold kriegen, Leute. Power overwhelming. Och nee, ey, das ist eine Schweinerei. Ach, er kriegt dann einfach nur Coins. Oh, ich dachte, man kriegt da vielleicht richtiges Gold. Das wäre cool gewesen, Leute. Das wäre richtig, richtig cool gewesen. So, dann gucken wir mal. Wir swashburgeln mal ein bisschen hier an der Stelle. Ach, guck mal. Das ist doch angenehm. Ach, es gibt jetzt andere. When you're... Was? Ich habe es jetzt nicht ganz gelesen. When your opponent summons a minion with Thorn, change all minions attack to one. Ja gut, wow, das hat sich jetzt gelohnt. Das hat sich wirklich gelohnt für dich. Das sind also jetzt unterschiedliche Sachen. Das heißt also, es wird hier immer wieder was anderes geben. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass sich der Tavern Brawl hier so ein bisschen verändert. Okay, jetzt gucken wir mal. Entweder ist es halt Battle Cry oder es ist, Aha! Again face. Und Hero Ability. Also entweder ist es Battle Cry oder ist es, wenn beide 15 Health haben. Da müssen wir halt drauf gucken, was da jetzt ist. Mind Games, okay. Born Bran! Oh shit. Gott sei Dank haben wir einen Shadow Strike ready. Bran ist schon eine ganz schön harte Nuss. Wenn er jetzt irgendwie einen coolen Death Rattle hätte und den dann gezogen hat, wäre das schon ganz gut gewesen. Okay, was kommt jetzt noch? Willst du mich verarschen? Was ist denn gerade los hier, Hearthstone? Was ist denn gerade los bei dir wieder? Also gestern hat ja alles hier noch problemlos funktioniert, aber jetzt ist halt wirklich Problematik hier. Aber ich sehe gerade, wir haben auch keine Internet-Connection, Leute, gerade. Tut mir leid, wenn ihr jetzt kurz warten müsst. Ich kann hier auch mein Screen gerade nicht einstellen. Das heißt, ihr habt jetzt nochmal ganz kurz einen Blackscreen, bis wir hier verbinden. Solange mache ich mal kurz das TS auf und gucke nochmal, ob wir vielleicht über die TS-Verbindung dann da besser dran sind. Gehen wir mal kurz connected. Hier rein, connected und hier Jump rein switch. Und jetzt gucken wir nochmal. Ich weiß echt nicht, was da los ist, warum Hearthstone gerade solche Mucken macht. Aber ich hatte das gestern schon ziemlich oft, dass Hearthstone Mucken gemacht hat. Es war ganz schön nervig. So, wir kommen also wieder ins Spiel rein. Sorry für die ganzen Unterbrechungen hier an der Stelle, es tut mir echt leid. Kann ich aber gerade ehrlich gesagt nichts dafür. Okay, passt, den können wir removen. Gehen dann hier einmal Face, Hero Ability and Turn. Wir wollen hier jetzt eigentlich gerade nichts großartig rausspielen. Wir wollen hier einfach nur safe gehen, dass hier alles klappt. So, er holt sich noch einen Imp, holt sich noch die Tentacles, das ist okay. Geht nochmal für 2 in unser Gesicht, das ist eigentlich in Ordnung. Ich meine, das ist ja das, was wir eigentlich gerade wollen in dem Moment. Bran. Das bringt uns halt überhaupt nichts, weil wir keinen Trigger haben für den Battlecry oder für den Death Rattle. Also der Battlecry triggert bei uns nicht zweimal. Das ist gut für ihn, dass er den gezogen hat. Hey, ganz ehrlich, das ist ein guter Imp. Obwohl der Imp Gangboss wahrscheinlich noch der stärkere Imp wäre, sogar meiner Meinung nach. Okay, aber die Tentacles for Arms holt er wieder raus. 3-3er Imp. Langsam müssten wir was rausspielen. Das ist doch gut, Leute. Damit kann ich arbeiten. Action! Battle Crisis schon mal nicht, Leute. Battle Crisis nicht, weil das ist ein Battle Cry. Okay, er haut uns runter auf 18, auf 15. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ihn auch runterkriegen auf 15. Shadow Flame. Fuck. Ah ne, er hat uns nicht komplett runtergekriegt auf 15. Das ist okay. Weil wir nämlich jetzt ihn hitten. Und dadurch, dass wir ihn hitten, ist egal, auch selbst wenn man das so macht, selbst wenn wir ihn jetzt hitten, wird ein Brawl rauskommen, wenn ich es richtig weiß. Ja, da ist das letzte Secret, wir haben es geschafft. Wir haben alle 3 Secrets haben wir aktiviert, okay. Brawl. Jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir alle 3 Secrets aktiviert haben. What? At the start of your next turn, your hero is transformed and sucked through through the twisting nether. What? Okay. Mal gucken, was denn im twisting nether passiert hier. Wir ziehen mal eine Karte vom Gegner. Im Gangboss ist jetzt hier nicht so geil. Jetzt gucken wir mal. Ich würde gerne wissen, was das hier ist. Was wir da rauskriegen. Einfach nur aus Interesse, aber.
Doppelcoin. Das hätte ich mir eigentlich denken können, aber... Naja, was soll man machen? Gehen dann noch einmal Face. Hero Ability. End Turn. Wir spielen mal kein Minion mehr raus, weil ich nicht weiß, was... Oh, für die Animation. Ah, natürlich. You made it to the secret level. Yeah. Oh mein Gott, ist es der Kuhkönig, oder was? Ist es der Kuhkönig? The Cow King. Es ist wirklich der Cow King. Oh mein Gott. Ist das fett? Wer von euch kennt das Kuh-Level aus Diablo? Wer kennt von euch das Kuh-Level aus Diablo? Ich glaube fast niemand, oder? Alter, what the fuck? Was? Ich hab's gerade gelesen. Place a copy of this card in your deck. Oh mein Gott, ist das OP. Aber von dem können wir nicht. Wir brauchen hier mal Aya. Oh, oder den Deathlord. Deathlord finde ich eigentlich ganz angenehm an der Stelle. Alter, wie hier alles funkelt und glitzert und macht und tut. Ich hoffe, meine Aufnahme verpackt das hier alles. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf, hier reingucken. Aufnehmen. Ja, passt alles. Abbrechen. Alles gut. Alles perfekt noch. Wir holen uns den Death Rattle von dem hier, ehrlich gesagt, mal. Holen uns dann noch. Oh, wir müssen halt echt aufpassen. Der Gangboss ist ja eigentlich nicht die richtige Wahl, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen Face. Holen uns eine neue Waffe, machen einen Turn. Das könnte echt gefährlich werden, hier der Imp-Gangboss. Das Gute ist, er muss alle Minions reintrainen, obwohl er kann theoretisch auch, Mew. Leute, er holt sich... Oh mein Gott! Also, die KI ist auf jeden Fall nicht dumm. Er zieht dafür die Karte, das ist eine Schweinerei, hey. Okay, was kriegen wir? Komm, irgendwas Cooles. Ach, warte mal, unser Gegner kriegt ja für eine Karte. Oh, mistakes were made vielleicht, aber war natürlich Absicht. Ich glaube, es könnte sein, dass ich mich hier ein bisschen vertarnt habe. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Hä, der Death Rattle hat jetzt überhaupt nicht getriggert. Wir haben Probleme, Leute. Wir haben aktiv... Oh, Leute, jetzt habe ich den getriggert, obwohl ich es nicht triggern wollte. Egal, wir haben... Es kann sehr gut sein, dass wir hier jetzt einfach verloren haben, Leute. Wir haben gegen die Kuh... Gegen den Kuhkönig haben wir verloren. Well played. Aber es ist gut, dass wir eine Waffe gekriegt haben und dann noch eine andere Waffe drüber gesetzt haben. Ja gut, liebe Freunde. Wir haben wenigstens rausgefunden, was das Coole ist. Ich will jetzt nochmal das versuchen, dass wir das... Ah, es geht aber halt schon wieder eine halbe Stunde. Aber wir sind ins Cool-Level gekommen. Machen wir es nochmal, oder? Nee, ich hätte gesagt, wir lassen es jetzt mal, weil heute Abend will ich nämlich streamen, liebe Leute. Und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht machen wir das heute Abend im Stream nochmal mit einem anderen Deck. Ich bedanke mich hier mal recht herzlich fürs Zuschauen. Und dafür, dass wir hier kein Pack rausgekriegt haben, öffnen wir einfach so mal ein Pack. Wir haben ja wieder 150 Gold. Und ich kann auch für heute Abend, für den Stream, kann ich mir auch noch Arena-Gold besorgen. Das heißt, wir öffnen das jetzt einfach so mal. Für die kleinen Unterbrechungen, die wir auch zwischendrin immer hatten, gucken wir einfach mal, dass wir jetzt noch eine epische hier rausziehen. Ist doch ganz angenehm. Damit kann man arbeiten. Finders Keepers. Okay, das war, glaube ich, die Karte, die ich zuletzt zu das gemacht habe, um Kazerkis zu holen, wenn ich es richtig weiß. Ja, das war die Karte. Die hatte ich auch bisher nur einmal, deswegen habe ich, und man spielt sie in keinem relevanten Deck, deswegen habe ich sie halt einfach zu Staub gemacht, weil ich sie ehrlich gesagt auch nicht so gut finde, weil sie halt allein ein Mana, also sie kostet zwei Mana und wir kriegen nur eine Overload-Karte. Dafür ist es zu schlecht. So, liebe Leute, ich bedanke mich mal hier recht herzlich fürs Zuschauen und dann hätte ich mal gesagt, bis zum nächsten Mal. Dürrelü.